Hallo, kann man uns denn schon hören? Hallo, Hallo. Hört uns jemand? Weil wir sehen uns noch gar nicht. Ja, Ingo ist noch am Ausprobieren, ob man uns hören kann. Genau. So. Hallo, scheinbar hört man uns, wenn die Annika Hai schreibt. Super professionell. Ich sehe mich. Aber ich winke falsch rum. Ja, wenn ich so mache, so. Geht dann ab da. Ja, ja. Wenn ich. Ja, ist, ich bin wieder weg. Hören tut man uns, das ist doch schön. Achso, wir haben hier das Bild scheinbar zu spät. Leicht versetzt, ja. Da sind wir. Also nochmal, wenn ich nach da winke. Ja, das ist natürlich doof. Ja, das ist doch von eben. Ja, das ist. Wir haben oh mein 20 Gott. Sekunden Delay. Deswegen, wenn ihr uns ist was der fragt, Sound live? Der Sound ist live. Es ist alles für die Leute live, aber wir sind 20 Sekunden früher in der Zeit. Mal, also wenn ihr uns was leben. Fragt, brauchen wir ein bisschen Zeit. Also am besten einfach nicht spooken. Wahnsinn. Ist das nicht total spooken? Ja, also wir freuen uns, dass ihr alle da seid, möchte ich mal sagen. Ja, ja. Ich bin auch froh, dass ich hier bin. Genau. Und bis die ersten Fragen eintreffen, kann ich ja vielleicht Fragen stellen, die mir im Vornherein von Menschen, die nicht jetzt gerade live dabei sein können, gestellt worden sind. Dann haben wir mal so einen kleinen Anfang. Und zwar fragt Lu, den wir an dieser Stelle ganz, ganz lieb grüßen wollen, nämlich den Begründer unseres Fanforums. Ja. Der Lu fragt mich, wann eigentlich Texte auf unsere Homepage kommen. Haben wir immer noch nicht? Nein. Die richtige Antwort lautet, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Ja. Aber Lu, es soll demnächst auch ein neues Outfit unserer Website geben, aber da sind wir noch am Machen und am Tun. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, Tagen, Wochen. Ja, das ist ja peinlich. Also hoffentlich weniger Wochen, aber. Ich habe auch eine Frage, da habe ich auch eine Frage gestellt. Ja, probier doch mal. Wird das jetzt eigentlich live im Fernsehen gezeigt? Ja, natürlich. Ja. Es läuft auf ZDF, RTL, Sat1, Vox und allen anderen privaten, wozu natürlich ZDF nicht gehört. Ah, verstehe. Und noch eine schöne Frage fand ich: Wer von euch ist eigentlich am ordentlichsten und wer am chaotischsten? Oh. Björn ist am ordentlichsten. Ja, Björn ist am ordentlichsten auf jeden Fall. Und ich glaube, den Chaos-Pokal, den teilen wir uns so ein bisschen, ne? Ingo. Aber der Ingo ist auch auf seine Art auch chaotisch. Der Ingo ist halt so speziell. Ich habe das hier alles organisiert. Ja, ja, ich weiß. Deshalb kriegst du auch den Pokal nicht. Auf jeden Fall ist Björn am ordentlichsten, ja. Kann man sagen. Was ich auch noch schön fand, die Frage ist, wenn ihr euer Leben in einem Liedtext beschreiben müsstet, wie wäre der Titel des Songs? Oh. Unser Leben? Ja, also du, deins. Wie wäre dann der... Ich habe mir einen schönen Titel überlegt. Ging es nur an Dan oder... Nee, an uns, also jeden von uns. Okay. Also der Song zu meinem Leben würde heißen, der Song meines Lebens. Wow. Ist das schön? Sehr gut. Ist das ja. Schön? Ja, ja. Ja, das oder sehr gut. Was habe ich gestern zu dir gesagt? Geküsst vom Glück oder irgendwie sowas würde vielleicht passen. Wow, das ist aber auch sehr. Auch geklaut. Sehr Music was my first love. Das ist auch schön. Ja? Spiel des Lebens. Ja. Auch schön. Spiel des Lebens, sehr schön. Oder Dalli Dalli. Ja. Und das kennt keiner mehr. Ja. Bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwas mit Fladenbrot und. weiß nicht. Ingo, du darfst auch was sagen. Ja, ich muss mich zwischendurch konzentrieren, aber der Song meines Lebens haben wir, das hast du mir ja schon gestellt, die Frage. Atemlos, oder? Nee, ich glaube nicht. Atemlos! Entschuldigung. Songtitel hieß wahrscheinlich Echt Jetzt? Oder so. Oh, schön. Echt Jetzt? Ohne Scheiß. Oder wäre das nicht bei dir? Sag nochmal. Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen gucken, dass wir die Leute noch ein bisschen einbinden. Ich guck. Sind da schon irgendwelche interessanten Fragen? Also eine Frage für die technisch Interessierten kam schon, mit welcher DAW wir aufnehmen. Logic. Mit Logic? Mit Logic. Mit Logic. Was für eine unheimlich langweilige Frage. Entschuldigung. Ja. Für technisch aber Interessierte ist es wirklich sehr, sehr wichtig. Mich hätte es interessiert, wenn ich es nicht schon gewusst hätte. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Also wir können ja mal, solange wir, da passiert ja jetzt gerade noch nicht so viel. Doch, die antworten uns doch alle. Also sie sagen noch, dass sie sich freuen und dass sie dabei sind. So Fragen herzlich. Das ist total cool. Ich kann es von hier aus nicht lesen, deshalb. Ja, brauchst du meine Brille? Ja, aber was wolltest du denn sagen? Wir können ja zum Beispiel mal über das. Ich muss nur sagen, ich weiß ja gar nicht, was hier überhaupt passiert gerade. Ja. Deswegen bin ich da also nicht wundern, ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Irgendwas nach Fernsehen. Ich zeig jetzt mal was. Da steht ein Telefon auf dem Stativ. Pass mal auf, der Ingo macht das Magie. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt. Das ist das Falsche. Was macht er denn jetzt? Das wollte ich. Da, guck mal. Wir haben ja schon angefangen, die zweite CD aufzunehmen. Ja. Ja. Oh, mit einer Live-Einblende. Nee, mit einer nicht live. Live-Einblende. Das wird komisch, ja. Also live.
Also wir haben schon angefangen, wir sind schon fleißig dabei, Songs aufzunehmen. Das dauert aber noch ein bisschen, bis der rauskommt. Ja. Wir können es ja für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, einfach nochmal sagen. Also die neue CD, mit der wir schon angefangen haben, Songs zu schreiben, und wir haben auch schon 5 Songs ganz schön weit aufgenommen im Studio. Ja. Die CD wird aber rauskommen nächstes Jahr im Juli. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber nächstes Jahr Juli. Vielleicht auch August. Also Sommer auf jeden Fall. Sommer. Ah, genau. Vielleicht nach den Sommerferien. Genau. War Gespräch, ne? Deswegen es war ein Gespräch auch nach den Sommerferien. Ja. Aber es kommt an welche Sommerferien? Ja. Bayern. Ja. Es gibt verschiedene Bundesländer. Jamaika. Kroatien. Alaska. Ja. In einer irgendwelchen Sommerferien nächstes Jahr. Wir wissen noch nicht nach welchen. Ja. Die Bayern haben, glaube ich, mal den ganzen August frei. Aber guck mal hier. Guck mal, Ingo, du wirst gelobt. Ich bin bei technisch interessiert, Bild in Bild bei Live-Videos. WTF, wie cool. Sagt die liebe Laura nämlich. Why the face? Das würde Alexandras Frage beantworten, welche Talente wir außer Musik machen drauf haben. Also der Ingo, beim Ingo finde ich immer wieder bestürzend, was er alles kann. Ja. Das ist echt. Ingo kann viel, ja. Das ist echt furchtbar. Ja. Brustschwimmen. Macht irgendwie, man muss wirklich ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und ihr müsst ihn mal im Garten sehen, wenn er den Garten Das kann er richtig gut. Ich lese gerade mal eine Frage vor von Bianca. Wird es nächstes Jahr ein Tanzbrunnenkonzert geben? Können wir so einfach noch nicht sagen. Es ist in der Überlegung, ob es eventuell klappt, so ein Kölner Bands zusammen Ding zu geben. Irgendwie oder? So ein Auftritt. Also so ein richtig großes, klassisches, eigenes, alte, bekannte Konzert wird es nicht geben. So ein Riesending so. Noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Fans. Und darum seid ihr auch gefordert, uns immer überall zu loben, wie toll wir singen können und wie schön wir Geräusche machen können. Ja. Singen und dabei Geräusche machen können und dabei noch Texte singen können. Und tanzen. Ja. Auch eine sehr gute Frage. Tanzen. Eine sehr gute Frage gerade hier noch gesehen. Wird es bald eine Live-CD geben? Da wir jetzt ja natürlich erstmal an der Studio-CD dran sind, wird das natürlich nicht gleich irgendwie mit dran gekoppelt sein. Schauen wir, was die Zukunft bringt, ne? Ja, genau. Also bald wird es keine geben. Genau. Nee, das kann man nicht schon irgendwie so beantworten. Apropos live. Apropos, hat er gesagt, oder? Apropos, Hat er gesagt. Apropos live. Wir hätten da was vorbereitet. Und zwar für den 14.10. in Kempten. Da gibt es nämlich ein paar Tickets zu gewinnen. Und zwar genau 3x2 Tickets. Und zwar müsstet ihr eine Frage beantworten. Wie oft waren alte Bekannte schon in Kempten? Gemeint ist, wie viele Konzerte haben alte Bekannte schon in Kempten gegeben? Genau. Und wie kann man die Frage beantworten jetzt hier im Live-Chat? Indem man eine... Oh, danke schön für diese Überleitung. Gerne. Indem man eine Mail schreibt mit der richtigen Antwort an büro@altebekannte.band. Steht aber auch alles da. Wie schreibt man Büro? Da unten. Mit Ü? Büro, da steht es eben in der Bauchbühne. Natürlich nicht. Und hinten .de oder .com? .band! Lass uns mal kurz die Tessie grüßen, weil die Tessie schreibt, sie wird heute 40 und liegt im Krankenhaus. Oh, alles Gute. 40! Ja. Alles Gute. Also, aber wegen 40 muss man doch nicht ins Krankenhaus. Nee, wer weiß. Kommt davon, was für 40? Ja. Was? Ey, gute Besserung. 40 Promille im Fall. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Hatten wir schon mal einen Wunschkonzertort? Alles, was wir dieses Jahr spielen, ist im Grunde ein Wunschkonzertort, oder? Also, ich glaube auch. Nein, oder wahrscheinlich wie so ein Ort gemeint, Hawaii zum Beispiel. Ja. Florida wäre schön. Ja, Florida, Sylt. Sylt ist auch schön. Hat so diesen komischen Zug. Ja, stimmt. Diesen Zug, wo man im Auto drin sitzt. Auf Sylt. Und rückwärts fährt. Rückwärts im Auto sitzen, total ganz wackelt. Schwierig. Und es dauert irgendwie 2 Stunden, bis gefühlt. Man da ist. Ja, mit dem Warten, mit der Wartezeit? Ja. Aber sonst ist es super und Florida auch. Ja. Grüße aus Saarbrücken. Grüße aus Wuppertal. Hey, hey. Wuppertal ist auch schön. Aus seiner Art. Wird es mal ein Konzert im TV geben? Da müsste man das TV fragen. Müsste man das TV fragen, genau. Aber wir sind doch jetzt hier im TV. Wir sind doch so ähnlich wie das TV. Das ist was Ähnliches. Ja. Also Internet, ne? Ja.
Wir sehen müde aus, sagt Jana. Nein, das kann nein, gar nicht gar sein. Nicht sein. Wie kommt sie da drauf? Unglaublich, es ist 7:15. Wie soll man denn? Also ich wer? Den hat gerade noch mal einen Mittagsschlaf gemacht. Ja, ja, er sieht, glaube ich, ja, vielleicht. Ich bin ein bisschen müde, aber das liegt daran, nicht nur an mir. Außerdem, es kann dann auch noch an den doch begrenzten Fähigkeiten von Ingo liegen, der ja alles technisch vorbereitet hat. Ja, vielleicht stimmt, das Licht so ungünstig installiert hat, dass wir müde aussehen, obwohl es die meisten von uns gar nicht sind. Ja, 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 ja. Clemens ist nicht müde. Ich verdeck dich immer. Ist nicht müde. Ich war noch nie müde. Björn ist nicht müde. Nein. Du bist so nie müde. Nein. Und Ingo ist auch nicht müde. Also der einzige müde ist, bin ich, und der Rest ist Ingos Licht schuld. Genau. Ist klar. Gibt's Pläne für weitere Videos? Kommt hier gerade die Frage von Dagi. Es gibt noch keine konkreten Pläne. Klar ist, dass es mit einer neuen CD sicherlich auch zu dem einen oder anderen Lied ein Video geben wird, ähnlich wie wir das mit Montagsallergie gemacht haben. Aber momentan ist die Zeit erstmal, die wir haben, natürlich für Konzerte und dann dafür das neue Material fürs Album zusammenzustellen. Ja. Und wenn wir das haben, dann wird es sicherlich irgendwie in der ersten Hälfte, wahrscheinlich vorher schon mal irgendwie eine Single mit Video geben, denke ich. Ja. In der ersten Hälfte 19. Aber das wird noch einen Moment dauern. Ja. Wir haben wirklich, jetzt mal ein bisschen ernsthaft über das neue Album nochmal zu reden, wir haben eine gigantische Auswahl an Songs, von denen wir nur wirklich nur einen kleinen Teil quasi veröffentlichen können auf dem Album. Wird ganz schön schwierig, das überhaupt auszuwählen, was wir jetzt draufpacken auf die CD. Wird ganz schön schwierig, aber das ist natürlich ein Luxusproblem, über das wir uns eher freuen, aber es ist schon krass. Ja. Wir haben übrigens noch keinen Namen für die neue CD, weil das hier gerade als Frage steht. Aber das haben wir für uns intern schon auf dem Zettel. Intern sagen wir noch, wir sagen intern immer die neue CD. Die neue. Die neue Arbeitstitel. Wer weiß, vielleicht wird das der Titel. Ja. Die neue CD? Was halt scheiße ist, die neue CD. Aber wenn die nachher 10 Jahre alt ist, und dann liegt die dann aus dem Konzert. Die alte neue. Die neue CD dann kaufen die und beschweren sich dann nachher. Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist die alte neue und dann gibt es die alte. Alte, genau. Die uralte. Alte, bekannt. ABCD ist ja auch noch. ABCD fand ich schön. Ja, ich fand auch immer schön als Titel Neues Unbekanntes von Alte Bekannte. Verstehst du? Das verstehe ich gerade nicht. Wahnsinn. Das ist echt winter. Aber es gibt noch keinen. Also wir denken noch nach. Vielleicht kommen noch bessere Ideen. Noch bessere Ideen. Noch bessere. Oh, guck mal, selbst aus Ungarn wird zugeschaut. Hey, ich bin aus Ungarn. Salami. Nur mal kurz auf das Gewinnspiel einzugehen. Da schrieb gerade jemand, dass man den Text schlecht lesen könnte. Ich schlecht lesen könnte. Das wird am Schluss nochmal eingeblendet. 14.10. in Kempten. Im Allgäu. Im Allgäu, genau. Im Allgäu. Wie oft waren alte Bekannte schon in Kempten? 3x2 Tickets an büro@altebekannte.band. Und dann blenden wir das zum Schluss nochmal ein. Und es kommt in die Facebook-Beschreibung. Wir haben einiges nicht professionell gemacht heute. Das ist ja jetzt zum zweiten Mal. Ich fand noch eine schöne Frage. Wie läuft das eigentlich, wenn ein anderer den Text von Dan vertont? Und sind dann nur die beiden verantwortlich für den Song oder dürfen die anderen dann auch noch mitreden? Also generell darf immer jeder bei allem mitreden, eigentlich so. Also es gibt nirgendwo einen Maulkorb. Nee. Ob dann darauf gehört wird, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber man hat schon so einen Hauptverantwortlichen so für die Musik und dann halt Dan für den Text. Und dann werden je nach Situation und Laune und so werden halt alle anderen noch konsultiert. Ja, oder wenn man eine Frage hat und nicht weiß, wie man vielleicht weiterkommt, dass man irgendwie sich jemanden holt und sagt, pass mal auf, hier beim Bass habe ich gerade irgendwie Probleme und könntest du da mal irgendwie mir was zeigen, was vielleicht den Song noch aufwerten kann. Insofern, das ist schon eine ziemlich coole Zusammenarbeit so in den letzten Zeiten gewesen, wo wir mit den kreativen Bereichen irgendwo zusammengetroffen sind und das funktioniert ziemlich cool, finde ich. Ja. Und der Ingo schreibt meistens wirklich nur auf einen fertigen Text von mir, der wie so ein Gedicht dann ihm vorliegt, schreibt er dann eine Musik. Und bei Nils war es ein paar Mal schon andersrum, dass er wirklich nur eine Musik gemacht hat, ganz ohne Text. Das war bei Wir sind da so und bei Nur du allein zum Beispiel. Ja. Und Clemens ist es auch so gemischt. Mal schreibt er den Song komplett zu einem Text oder er kommt an und hat was und ich ergänze dann noch ein bisschen was im Text oder sowas. Das ist aber alles ständig im Fluss bei uns und in der Entwicklung. Und was da so ein bisschen reinspielt, war noch die Frage, wie ist das, wenn zwei Leute einen Song als Hauptstimme singen wollen? Verlosen wir das oder kämpfen wir? Da wollte ich mit dir noch drüber sprechen, über das Schlaflied jetzt. Du hast dich da als genau. Aber ich wollte, ich auch. Also eigentlich ist es so, dass ich alle Hauptstimmen singe, grundsätzlich. Es ist tatsächlich am öftersten so, dass der die Musik schreibt,
dann auch die Hauptstimme singt. Ausnahme? Ausnahme. Zum Beispiel? Zum Beispiel für mich, weil ich schreibe ja nicht mit. Und da haben wir es bei der ersten CD und beim Live-Programm so gemacht, dass wir einfach geschaut haben an einem bestimmten Punkt, wie viele Songs haben wir gerade, wie viele Hauptstimmen hat jeder. Und dann haben wir geschaut, welche Titel sozusagen da noch dann sozusagen über sind und haben dann versucht, so ein bisschen das nach ausgleichender Gerechtigkeit und Wollens zu verteilen. Und so genau, und auch ein bisschen gucken, wie die Stimme so passt. Also der Song Perfekt. Genau. Perfekt zum Beispiel ist ein Song, den ich komponiert habe, aber wie der Ingo das singt, das würde ich mir nicht zutrauen. Ich glaube, da wäre ich nach einem Konzert heiser und das würde auch nicht so gut klingen. Und dann habe ich gedacht, der Ingo, der kann das super, der hat doch Bock drauf und er macht das auch. Dann deswegen. Ja. Wer es am besten kann, der soll das machen. Ja, sicher, ob wir nochmal in Bergheim auftreten? Nein, Bergheim ist raus! Und vor allem diesmal mit allen Klamotten, Clemens. Ach so, ja, da hatte der Clemens seinen Anzug. Also, was? Ich habe da keine Erinnerung. Nein, ja, natürlich. Ich weiß, nein. Aber jetzt mal ernsthaft, treten wir mal in Bergheim auf? Na, 19 habe ich jetzt keinen Termin, aber vielleicht 20, also momentan steht nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir sonst in der Gegend nochmal sind, zum Beispiel Gegend auf jeden Fall. Köln oder so. Ja. Bergheim ist nordwestlich von Köln? Neben ist das Bergheim? Sprechen. Ja, das ist, dann ist es. Naja, also ihr findet alle Termine übrigens auf www.altebekannte.band/Konzerte. Slash ist dieser Schrägstrich für alle über 40. Und man kann es auch so machen wie ich, man macht altebekannte.band und dann klickt man auf Konzerte. Das kann man auch machen, aber man kann direkt den... Oder man fragt einfach im Büro nach, wo das nächste Konzert ist. Also ich mache das immer so. Ich kann ja mal so tun, pass auf. Ich wurde gefragt, welches Getränk auf keinem Kreativblock fehlen darf. Ganz eindeutig Kaffee. Und Cola Zero. Zero. Und grüner Tee eigentlich schon auch. Ja. Also grüner Tee ist auch wichtig. Wasser. Wasser. In dem Zusammenhang grüner Tee fällt mir ein, grüne Soße. Ja. War eines der besten Catering-Erlebnisse unserer Band-Historie. Ja. In Dreieich. War das lecker. Ja. Grüne Soße. Frankfurter grüne Soße. Grüne Soße. Yum. Mit Kartoffeln. Ja. Aber die Frage war gar nicht gestellt worden. Nee. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Ja. Die Vanessa fragt. Vanessa, Sepp und so. Was war das Lustigste, was ihr mal am Afterglow erlebt habt? ist eine Art von Humor, die begrenzt. Wir sind hier im Fernsehen. Ja, genau. Es begrenzt fernsehtauglich, was man teilweise lustig finden kann. Ja, das stimmt. Eine ganz andere Frage ist, die wird jetzt schon zum zweiten Mal gestellt, ob es ein Nord-Süd-Gefälle beim Publikum gibt. Du meinst, dass die kleiner und größer werden? Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ist. Also, ich glaube, im Grunde genommen sind die Norddeutschen sehr groß. Es geht wahrscheinlich um das Vorurteil, dass die Leute im Norden ein bisschen reservierter sind und im Süden ein bisschen mehr Schmackes haben. Halte ich ein bisschen zurück. Ich wollte sagen, dass wir eigentlich, gerade wenn ich jetzt an Hamburg denke oder so, Bremen, super. Kiel. Also, Lübeck ist immer toll. Auch. Lübeck, ja. Also das, nee, kann man nicht. Dafür München aber genauso. Ja. Also kann man. Also es gibt so ein paar Gegenden, wo Leute uns dann auch jetzt gesagt haben schon, boah, ihr habt ja hier total Stimmung gemacht, das ist sonst viel weniger. Das war immer sehr positiv dann. Wo Leute meinten, hier in der Gegend sitzen die Leute nur und klatschen nur so ein ganz klein bisschen. Und dann hatten sie Standing Ovations gemacht und dann kam dann der Hallenbetreiber und meinte, boah, war ja super. Aber das kann uns theoretisch überall passieren. Also es gibt tatsächlich Unterschiede von den Orten, aber nicht Nord-Süd oder so. Die Städte sind auch unterschiedlich groß zum Beispiel, aber sowohl im Norden als auch im Süden. Ja. Also es gibt so gewisse Stellen in Lübeck zum Beispiel, die doch sehr charakteristisch für Lübeck sind, die man sonst auch nirgendwo anders findet. Zum Beispiel das Holstentor. Das ist eine Sache, an die ich jetzt gedacht habe. Als wir in München waren zum Beispiel. Da war kein Holstentor weit und breit. Nein. Nein. Aber es gab Holsten. Holsten? Holsten gab es, aber nicht in München. Ja. Ja, vom Holsten klein an Dolsten. Haben wir noch eine Frage? Ja, wir kommen wieder nach Dreieich. Nur das mal als kleine Zwischen... Dreieich war überhaupt toll. Super. Dreieich war super. Dreieich hat echt Bock gemacht. Ah, habe ich hier noch eine Frage. Achso, ja, eine Frage war noch, ob mit dem Ende der Vorgängerband auch die regelmäßigen Publikumsbefragungen abgeschafft worden sind und wenn ja, warum? Wir haben mit Intermezzo ja nie Publikumsbefragungen gemacht, also ich verstehe die Frage gar nicht. Aber ich bin froh, dass die Frage kommt und dass das auch einfach immer ist jetzt geklärt.
Nee, also tatsächlich haben wir am Anfang darüber gesprochen und wir haben einfach gesagt, wir haben so viele Lieder, die wir gerne singen wollen, dass der Abend unglaublich lang ist und wir gesagt haben, wir stellen das erstmal so ein bisschen hinten an. Mit der. Genau, wir haben aber tatsächlich im letzten Jahr der einen Vorgängerband auch schon keine richtige Zuschauerbefragung mehr gemacht, auch aus Zeitgründen. Und ich denke jetzt, ich habe jetzt gestern oder vorgestern habe ich immer spontan gefragt, irgendwas, zwei, drei Fragen gestellt, wer denn, oder war das in Schweinfurt, irgendwo war das? Nee, in Aachen. Wo ich dann. Irgendwo habe ich gefragt, wo die Leute überhaupt herkommen, weil die alle so komisch waren. Ach so, ja, ja. Und nicht alle, nur ein paar. Und nicht ihr. Und also es könnte sein, dass man spontan was fragt, wenn es Sinn ergibt. Das ist eine lange Zuschauerbefragung, dafür haben wir echt keine Zeit. Das Apropos keine Zeit, stellt mal irgendwie noch schnell Fragen, weil wir haben schon 22, ja. Das heißt, in 38 Minuten wollen die Menschen hier hinter uns auf der Bühne. Und der Einzige, der umgezogen ist, ist der Ingo. Der ist übrigens immer als aller, also weil das als Frage kommt, der Ingo ist immer als Erster umgezogen und bei denen, beim Letzten gibt es immer einen harten Kampf zwischen Dan und mir, wer als Letzter umgezogen ist. Aber ich verliere den meistens, der Björn gewinnt meistens, Was eigentlich komisch ist, du bist eigentlich der ganz der Ordentliche und Pünktliche und, aber bist immer der Letzte, aber immer, aber nie zu spät. Ich habe ja kleinere Sachen, die gehen schneller über den Körper, deswegen brauche ich auch weniger Zeit effektiv als du. Ja. Okay, ja, das stimmt, ich brauche am längsten, Bis du mal am Ende deiner Ärmel angekommen bist, das dauert einfach. Ewige Reise. Ne? Ja, es ist Stop! Da stehst du im Wuppertal, Ende des Ärmels ist irgendwo in Düsseldorf. Ich finde übrigens auch schön, ob wir schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Kein einziges. Warum? Weihnachten. Wann ist das? Nächstes Jahr? Für Weihnachten 17 habe ich jetzt vor kurzem alles abgegeben. Achso, eine Frage, ob wir weitere Live-Videos überraschend auf YouTube auftauchen würden. Also erstens sind wir ja gerade auf Facebook und zweitens war es ja jetzt nicht überraschend, weil wir haben es ja angekündigt dieses Mal. Aber wir wollen das öfter machen. Vielleicht auch später mal auf YouTube, weil nicht jeder Facebook hat. Wir sind da noch so am Gucken. Weil nicht jeder Facebook hat. Es war noch die Frage, ob wir ein Ritual haben vor Konzerten. Also, wie bitte? Naja, ob wir ein Ritual haben vor Konzerten. Wollen wir das verraten? Also wir ziehen uns um. Ja. Nils verprügeln. Wir sind da auf jeden Fall, rechtzeitig. Ja. Und dann... Nils verprügeln. Genau. Achso. Ja. Ja, können wir das heute machen? Nee, wir haben also so richtig, also wir klatschen so ein bisschen ab und dann motivieren uns sozusagen zusammen nochmal. Aber wir haben jetzt keinen Ausdruckstanz oder so, falls ihr das damit meint. Das haben wir eigentlich nicht. Hattet ihr Angst beim ersten Auftritt, wie die Leute euch annehmen? Ja. Es ist ja auch total normal, oder? Ja, also ohne wäre es echt also für mich war das wirklich das schlimmste Konzert aller Zeiten. Ich hatte so Angst wie noch nie. Es wirklich war, das erste war, boah, ich war total nervös. Ich nicht. Furchtbar. bei Nils ist halt so, also je weniger, wie soll man sagen, je weniger so, nee, ich fühle das nicht weiter aus. Bei Nils ist wirklich selten nervös. Wirklich. Selten. Fast nie. Lustigster Bühnenpatzer. Wo sollen wir anfangen? Lustigster Bühnenpatzer? Mir ist neulich die Lampe zusammengekracht. Ja, ich bin gegen die Bühnenlampe. In der Brücke. Aber volles Rohr. Volles Rohr gegen, er sagte, Prönz, Plömpf. Ich habe mir noch die Hand geklemmt, aber egal. Das war einer der Patzer, die ich... Das war für uns vier extrem lustig. Für mich nicht. Ja, das stimmt. Und in Aachen sind wir gestern aufgetreten und es ist tatsächlich wie... Wann waren wir vorher in Aachen? Ein halbes Jahr vorher. März. Da ist uns die Anlage ausgefallen, dann waren wir alle krank und dann ist noch irgendwas schiefgegangen. Und gestern ist tatsächlich schon wieder mir meine E-Zigarette ausgelaufen. Du rauchst. Ich dampfe. Und ein paar Sachen sind noch schiefgegangen. Irgendwas war. Ich dampfe. Ja. Go, girl. Also es gibt eine Menge Bühnenpatzer, da kann man ja nicht. Müssen wir eigentlich nochmal aufs Gewinnspiel hinweisen? Vielleicht. Nein, das kann man ja konnten. Also okay, man kann es man kann das Video ne? ja nochmal nachschauen und dann. Komm, als Abschlussfrage vielleicht, weil wir müssen uns wirklich langsam umziehen. Ja. Sind wir zufrieden mit der Bandsituation an sich und wie es bisher läuft? Kam gerade noch die Frage. Nach einem halben Jahr ein Kurzresümee. Und bitte. Und bitte. Ich bin ziemlich zufrieden. Es macht sehr viel Spaß. Mal weg können hier alle. Das sind alle. Hespe, holt mich hier raus, ist total scheiße. Ich kann das, ist großer Mist. Nein, es macht super Spaß. Coole Konzerte, das Publikum, ihr seid echt geil, ihr nehmt uns cool auf und gebt uns ganz viel Spaß auf die Bühne zurück. Songwriting ist cool, es entstehen geile Songs, also für mich, das macht super Spaß. Ja. Dem ist nichts. Was denn? Es ist zeitversetzt. Es ist total lustig. Ja, nee, es macht echt tierisch Spaß und ich finde vor allem den kreativen Prozess finde ich großartig. Es macht total Bock.
ist echt super. Ja. Nur noch als kleine Anmerkung, alle, die sich jetzt vielleicht nicht beantwortet fühlen in ihren Fragen. Ich werde natürlich mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr vor dem Konzert, aber dann nach dem Konzert hinsetzen und schauen, was noch so an Fragen unbeantwortet blieb und werde die dann einfach in Textform beantworten. Also bitte nicht grämen jetzt an dieser Stelle. Genau. Und das Video bleibt ja auch weiter online bestehen, ja. Denn wie gesagt, es gibt ein Gewinnspiel in Kempten, 14.10.2018. Antwort auf die Frage, wie oft waren alte Bekannte schon in Kempten? Noch gar nicht. An büro@altebekannte.de. Das ist nicht dein Ernst, oder? Wie unprofessionell. Das ist ja wohl ein Gewinnspiel. So einfach ist das nicht. Ich muss hier die Leute an die Antwort. Die werden abbrechen. Ich kann jetzt nicht singen. Kommt das Video noch auf YouTube? Ja, ne? Du wolltest das Video auf YouTube. Das bleibt auf Facebook bestehen. Ihr könnt euch das alle nochmal angucken. Da wird der Björn dann auf Fragen eingehen. Ja. Und wir müssen nämlich jetzt Schluss machen, weil jetzt gleich müssen wir singen. Sitzen nämlich die ersten Leute schon drüben in der Kirche, haben genau. Wir geschrieben. Ja. Wir sagen mal Tschüss. Ne? Von daher. Ja. Ja. Das war sehr schön mit euch. Ja. Und wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Tschüssle. Tschüss.